Sie sind hier, 22. Januar 2019, 23.30 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Anthony Modeste wartet beim 1. FC Köln weiter auf seine Spielberechtigung, Urheberrecht Getty Images, der 1. FC Köln hat im Winter 2017 ein Angebot über 75 Millionen Euro für Anthony Modeste abgelehnt. Das Ziel Europa League sollte nicht gefährdet werden. Anthony Modeste wechselte im Sommer 2017 für 35 Millionen Euro zu Tianjin Quanjin nach China. Ein halbes Jahr zuvor hätten die Kölner jedoch sagenhafte 75 Millionen Euro für den Franzosen kassieren können. Das Angebot wurde allerdings abgelehnt. Dies bestätigte Kölns Finanzchef Alexander Werle nun im Zuge einer Gerichtsverhandlung mit dem Berater Modestes: Wir haben das damals mit den Gremien besprochen und uns dagegen entschieden. Wir wollten unser Ziel, das Erreichen der Europa League, nicht gefährden, begründet Werle die Entscheidung des Vereins. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr.